Einer hat mal geschrieben, du hattest mal eine abgehobene Phase, Real Talk. Also wenn ich das Video jetzt nochmal neu drehen würde, ich würde das Video ganz anders drehen. Ey, guck mal, ich bin Unternehmer, ich habe eigenes Unternehmen, ich muss jetzt krass wichtig machen, dies, das. Du hattest mal eine abgehobene Phase, Real Talk. Guck mal, ich sag's dir mal so, du hast auf jeden Fall recht. Ich hatte auf jeden Fall eine Phase, in der war das alles sehr, ja, schwierig, sage ich jetzt einfach mal. Aber das war auch einfach für mich eine Lernphase, wie man damit umgeht, wenn man mal irgendwie auch so ein bisschen mehr Geld verdient. Und es war auch wichtig für mich, die Erfahrung zu machen. Aber man muss immer wieder dran denken. Und es ist kein Spaß. Man muss immer wieder dran denken. Man muss sich immer wieder auf das zurückberufen, wo man herkommt. Allerwichtigste. Bruder, jetzt geht's wieder los. Ja, ich schwör's dir, jetzt geht die abgehobenen Phase wieder los. Zur Zeit mit dem roten C63. Echt, fandest du das in der damaligen Zeit? Ich fand in der Zeit, wo ich die G-Klasse hatte und den S63 hatte, fand ich, dass es, wenn ich mir jetzt meine Videos auch im Nachhinein nochmal angucke, guck mal, ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, okay? Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel von mir selbst. Pass auf, wir gehen jetzt auf InScope Lifestyle. Was gab's denn da für welche Uhr soll ich mir als nächstes holen? Ich fand's eigentlich ein gutes Beispiel, das ich mir angeguckt habe, wo ich meine Wohnung zeige. InScope 21 Wohnung. So, guck mal. Genau. Ich fand's zum Beispiel, dieses Video, ne? Karl S-Zeit war schlimm. Echt, fandst du? Ich fand die Karl S-Zeit wesentlich angenehmer. Guck mal, dieses Video, ne? Wo ich meine Wohnung zeige. Ich habe mir das neulich nochmal angeguckt und ich dachte so, heute, also wenn ich das Video jetzt nochmal neu drehen würde, ich würde das Video ganz anders drehen. Es gibt so viele Stellen, an denen so der Joke fehlt, finde ich einfach so. Wisst ihr, was ich meine? Lasst mal kurz reingucken und sagt mal kurz, wie es euch bei euch selber rüberkommt. Was geht ab, meine Friends? Wie geht es euch in dem Tag? Kommt doch mal schön rein in die Bude. Es wird endlich Zeit, euch mal mein Apartment zu zeigen. Kommt rein. So, meine Freunde, ich würde sagen, der eine oder andere hat es ja vielleicht schon gesehen. Ich bin endlich von zu Hause raus. Ich bin jetzt in einem eigenen Apartment. Das heißt, das Ding ist jetzt nicht ganz meins oder so. Ich habe das jetzt hier nicht gekauft oder so. Ich miete das auch nur. Es war für mich einfach praktisch, so den ersten Step zum Auszug zu machen. Um einfach mal so alleine zu wohnen, in der Stadt zu wohnen und aber trotzdem nicht diesen ganzen Umzugsstress zu haben und so. Das ist sicherlich jetzt nichts, was ich für immer haben werde, wo ich für immer bleiben werde. Aber ich denke mal, es ist eine ganz nice Bleibe für mich. Und ich würde sagen, wir labern hier gar nicht lange rum. Ich zeige euch das Ding mal von A bis Z mit ein paar Shots davon. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los, oder? Ja klar. Spätburgunderist ist ein Wein, der sich in den verschiedenen Reben sehr gut anordnet. Deswegen haben wir für diesen Fall ein Gäste-WC eingerichtet. Möchtet ihr das Gäste-WC sehen? Nee, top, dann gehen wir weiter. Yeah! Okay, ja, nee, wir gucken uns das Gäste. Da war auf jeden Fall ein Witz mit dabei. Der war ziemlich witzig. Also, als allererstes, wir beginnen. Kommst rein. Und hier, was ich hier extrem geil finde. Alter, was machen wir hier eigentlich gerade? Wir analysieren ein altes Video von mir. InScope 21. Nee, aber ohne Spaß, ich mach das echt manchmal. Ich guck mir alte Videos von mir an. Wenn man hier ganz genau hinschaut, okay? Es ist Millimeterarbeit, Freunde. Hier passt kein Fingernagel dazwischen. Das ist krass. Ja? Okay, alles klar. Wahrscheinlich krass. Nee, aber geil muss ich sagen, hier auf jeden Fall Gäste-WC. Wenn du reinkommst und irgendwelche Gäste hast, auf die du mal übertrieben keinen Bock hast, hey, könnte ich aufs Klo gehen? Ja, hier aufs Scheißhaus. Hier haben wir die Toilette mal wieder nicht runtergeklappt. Da war gestern Tim Gabel drauf, das möchtet ihr gar nicht wissen. Feuchttücher. Kann man immer mal gebrauchen, ansonsten hier die verschiedenen Utensilien. Bisher finde ich es geht voll klar, finde ich auch. Muss ich sagen, finde ich auch. Die man so am Stiel hat. So, ich würde sagen, wir fahren fort. Das ist das erste WC. Dann kommt man hier rein und jetzt, ey, müsst ihr mal kurz warten. Ja, Freunde, jetzt kommen wir gleich in den Raum. Den werdet ihr nicht packen, ja. Das ist so das Herzstück von diesem Apartment. Das ist so, wo ich sage, wow, dafür lohnt es sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Und wenn man ein Fan davon ist, dann muss man das auf jeden Fall gesehen haben. Macht euch ready. Wir gehen in diesen Raum in 3, 2, 1. Es ist der Abstellraum, Freunde. Ich muss wirklich sagen, wie die das hier gelöst haben. Ja, also hier auch nochmal ein Joke mit am Start gewesen. Gerade dieses Regal oben mit der großflächigen Dings hier, dann die Giraffe, muss ich auch wirklich sagen, vom allerfeinsten. Hier hat man so viel Stauraum. Manchmal habe ich einfach Bock, mich reinzustellen. Dann stelle ich mich hier so hinten in die Ecke, ja, und lehne mich einfach so mal an der Wand an. Da haben sie es wirklich in einem Apartment richtig gut getroffen. Ich bin begeistert, wirklich. Ja. Und das ist eben das Herzstück von dem Apartment. Jetzt gibt es hier noch ein paar andere Kleinigkeiten. Zum Beispiel das Wohnzimmer hat man hier, Esstisch, Sofa, Ausblick über die Stadt. Ist nett, ja, ist okay, aber mein Gott. Hier haben wir Wodka, dann haben wir hier verschiedene Raumdüfte, dann haben wir hier schon... Ist nett. Real Talk letztens erst angeguckt, fand es allgemein schwierig, weil du zu viel Ernst hattest und diese Art Bullshit-Talk hat echt gefehlt. Aber viel, viel besser geworden, momentan wieder richtig auf dem Inski-Trip. Guck mal, das Ding ist, in der Phase,
Ich muss sagen, vielleicht ist das Video doch nicht das beste Beispiel. Ich habe aktuell noch nichts festgestellt, wo ich sage, das ist irgendwie komplett daneben oder so. Der Punkt ist nur der, ich habe mich damals, und das habe ich auch schon öfter gesagt, ja probiert so mega ernst zu nehmen. Ne? Also ich habe probiert, möglichst wenige Jokes, vor allem auf dem Lifestyle-Kanal, wenige Jokes einzubauen, um halt mich selber ernster und seriöser zu positionieren. Wisst ihr, was ich meine? War eine Erfahrung, auf jeden Fall war eine Erfahrung. Ich stelle im Nachhinein, wie gesagt, fest, das habe ich auch schon mal gesagt, dass man, um seriös zu sein und ernst genommen werden müssen, ihr wisst, was ich meine, muss man nicht unbedingt immer ernst sein. Wisst ihr, was ich meine? Kampagne. Als du bei Saigon warst, ja, Digga, da war ich aber auch krass aufgeregt, Digga. Ohne Spaß, bei Saigon war ich heftig aufgeregt. Kakteen, Vasen, Lampen und Gemüse. Ich würde auf jeden Fall sagen, hier ist die Küche, ein Ort, den ich sehr viel benutze, deswegen haben wir ihn hier auch extra klein gehalten. Hier stehe ich hin wieder, könnt ihr es euch vorstellen, so wie hier stehen. Das wichtigste Utensil, das habe ich euch auch schon im letzten Emoji gezeigt. Der gute alte. Okay, komm, das ist jetzt echt nicht das beste Beispiel, wir machen Zeigen. Das Problem, oder was heißt das Problem? Ich will mich jetzt hier auch nicht selber als den letzten Bastard hinstellen, als wäre ich zu der Zeit kein Mensch gewesen oder so. Es war halt einfach eine andere Zeit, ne? Und man muss ehrlich sagen, zu dieser Zeit habe ich mich halt selber so voll als Typ gesehen, so, ey, guck mal, ich bin Unternehmer, ich habe eigenes Unternehmen, ich muss jetzt krass wichtig machen, dies, das. Mitarbeiter, bla bla bla, dies, das. So, meiner Meinung nach immer, natürlich immer noch so dieses, dass man Unternehmer ist und dass man da auch eine gewisse Verantwortung hat. Das darf man nicht aus den Augen lassen, ist wichtig. Aber nur deswegen heißt es jetzt nicht, dass man jetzt kein Comedian mehr sein kann oder dass man nicht mehr im Leben ein bisschen behindert sein kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich persönlich habe dich bei Mo entdeckt, herausgefunden, du kommst auch aus Deutschland, fand es interessant, was du so machst, fand den Weg bemerkenswert, habe mir ein paar Sachen über dich angeschaut und ja, ich hatte mal Bock, so ein bisschen mit dir zu reden, einfach so, wie du dazu gekommen bist und so. Ich habe ein paar Fragen vor. Aber Philipp hat es schon richtig erkannt, damals Spaß, heute Spaß. Von daher gesehen, hat sich eigentlich nichts geändert. Bereitet. Ja, super, danke. Ey, Junge, Chabo, hör mal jetzt auf, 10 Euro zu donaten. Junge, was ist los bei dir, Mann? Schmeiß doch dein Geld nicht bei mir aus dem Fenster. Also, Freunde, das ist so ein bisschen mehr so ein Video, das geht so in die ja, unternehmerische Richtung, würde ich sagen. Bin ja auch so ein bisschen unternehmerisch tätig, noch in den Anfängen. Das ist die Uhr, die du deinem Dad geschenkt hast, oder? Ja, genau. Man ist da von da leider noch nicht die Rede, aber gut, vielleicht schaffe ich es auch eines Tages. Das ist natürlich keine kreativere Frage als, wie bist du zum Unternehmertum gekommen, so? Also, wie war das für dich am Anfang? Schon lange her, schon sehr relativ früh. Ich wollte, als ich, glaube ich, schon 10 war, mein eigenes Geld verdient. Ich war davon geträumt, 5.000 Mark im Monat zu verdienen. Guck mal, das Ding ist aber, habe auch 10 Mitarbeiter. Wow, Lass versucht, vor einem Milliardär zu flexen. Ey, Junge. Nico, nicht Milliardär, trägt die krassesten Klamotten, Saigon hat Kohle und trägt eine kurze Jogginghose, ein normales Oberteil. Unvorteilhaft für mich in der Situation. Saigon ist halt auch ein krasser Typ. Saigon ist ein cooler Typ, ohne Spaß. Ich werde voraussichtlich, eigentlich ziemlich sicher, ich werde am 18. auch in Berlin sein bei seinem Vortrag. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch da vielleicht auch am Start sein wird, aber ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Saigon ist einfach ein Ehrenmann, ohne Spaß. Und Hauptsache ist, dass du über dich selbst lachen kannst. Und das ist ein Punkt, ich würde sagen, so, das ist so der Hauptpunkt, der mir in der Zeit eigentlich flöten gegangen ist. Ich habe einfach aufgehört, über mich selber zu lachen. Alles, jede Kritikpunkt, alles, was so an, also alles, was auf mich zukam, war für mich nicht mehr so dieses, ah, da schreibt jemand Scheiße über mich. Oh Mann, Alter, wir lachen alle gemeinsam. Sondern es war eher, ich habe das wieder immer so einen Angriff gesehen. So, und dann habe ich mich auch immer ernster genommen. Und je länger und je öfter du das machst, desto ernster nimmst du dich und desto ernster nimmst du auch die Kritik. Und das ist ein übel großer Fehler. Natürlich sollte man jetzt nicht jede Kritik einfach auf die leichte Schulter nehmen, sondern man sollte auch aufpassen, dass man natürlich in richtigen Situationen Kritik richtig aufnimmt und nicht einfach so sagt, ja, okay, das ist ja sowieso nur ein Joke oder so, sondern auch einfach dann sagt, okay, ich in dem Fall nehme ich die Kritik hin und vielleicht war in dem Fall wirklich was nicht in Ordnung, aber im Generellen sollte man sich jetzt nicht unbedingt von jedem Kommentar, auch gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, irgendwie so beeinflussen lassen und sagen, oh, ich lasse mich jetzt davon unterkriegen und ich muss jetzt alles mega ernst nehmen. Ich habe dir gerade zugehört, ich fand es interessant. Ach so. Was war der Kommentar? Es war kein Kommentar, ich habe einfach nur gerade nochmal, ich habe nochmal kurz ein altes Video von mir angeguckt, ich wollte nochmal kurz so ein bisschen so die Veränderung, Einstellung von damals so ein bisschen vergleichen mit der von heute. Von wann damals? Zu der Saigon-Zeit und so. Und zu der Zeit, wo ich die G-Klasse hatte, wo ich die S-Klasse hatte und so. Ach so. Und ich glaube, der größte Punkt, der einfach da war, war, dass ich mich selber zu, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, mich selber zu ernst genommen habe und nicht mehr über mich selber lachen konnte, weißt du? Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der ist nicht nur für mich wichtig, ich glaube, der sollte für jeden wichtig sein, dass man einfach auch mal sagt, wenn man selber sieht, guck mal, du hast hier gerade einfach Scheiße gelabert, dann mach nicht so diesen so und sag so, ja, nee, aber ich habe das so und so gemeint, sondern sag einfach, ey, guck mal, ich habe Scheiße gelabert und dann lass drüber lachen, so, weißt du, ich meine? YouTube ist eine Sache, die habe ich von dir gelernt, also so, ich konnte das eine Zeit lang, also so früher vor YouTube und allem übel gut. Und dann auf YouTube macht das auch ein bisschen mit einem, weil du willst keine Fehler machen. Und ja, so. Genau, du willst halt so, gerade wenn du dich auch so in einem ernsteren Video ernst hinstellen willst, liest du natürlich eigentlich ungern in den Kommentaren, dass du da komplette Scheiße gelabert hast. Aber man muss auch irgendwo immer ehrlich zu sich selber sein. Und wenn du einfach selber siehst, ey, guck mal, war halt einfach Scheiße so, dann sei einfach ehrlich und gib's zu, so, weißt du? Ja, vor allem, du warst auch als YouTuber so am Anfang immer, keiner hat dich ernst genommen. Du warst so, ja, ha, du schläfst bis 14 Uhr, du machst nichts. Und dann wirst du jedem zeigen, so, ich bin ein ernster Kerl, Mann. Ja, ja. Und dann, so von jetzt auf gleich, so plötzlich bist du der Krasse, so, weißt du? Genau. Aber man muss ja nicht, ich muss ja nicht der Typ sein, der um 7 Uhr morgens aufsteht und den ganzen Tag Business macht, um erfolgreich zu sein. Aber das dauert lange, bis man diesen Frieden mit sich selber macht. Das ist richtig, das ist richtig, ja. Das dauert lange, bis man das versteht. Das ist richtig, weil ja. Weil jeder andere lebt das ganz anders vor. Und sagen so, ach, du lebst, ich will nicht, dass ich... Alles gut, Digga. Die Leute spammen Tim Gabel Gesicht. Ja, nee, aber es ist wirklich so ein Punkt, der ist auch für jeden anderen. Guck mal, wenn ihr eine Sache macht, egal ob jetzt beruflich oder was auch immer, was euch wichtig ist, nehmt es auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise ernst, aber wachst nicht darüber hinaus und seid zu ernst, weil irgendwann ist es einfach nur noch räudig so. Man muss immer auch noch einen Spaß an der Sache haben und man muss immer noch gewillt dazu sein, aus irgendwelchen Punkten, die einem passieren, auch zu lernen. Man wird niemals der Beste sein. Man hat immer man kann immer noch auf was hinarbeiten, um besser zu werden, aber man sollte immer ein offenes Ohr auch für andere haben, für Kritiken und man sollte sich aber auch nicht alles zu 100% zu Herzen nehmen und auch darüber lachen können. So, Real Talk Ende an der Stelle, meine Freunde. Ich hoffe, der Punkt kam einigermaßen rüber und ich habe auch schon gesehen, der ein oder andere hier in der Kommentarsektion sieht es auch so wie ich. Wenn ich nur einen Satz kurz dazu sagen darf. Ja. Aber ich muss sagen, in der Zeit, paar Sachen waren schon krass motivierender Content auf Lifestyle-Channel. Paar Sachen waren echt... Es war definitiv... Es wurde zu viel und viel zu viel ernst genommen. Also ich will jetzt auch nicht die Zeit als irgendwie Scheiße abstempeln oder so. Digga, in der Zeit sind viele krasse Sachen passiert, gerade auch echt zum Lernen und so, was für mich auch wichtig war, für meine gesamte Persönlichkeit. Und ich meine, nach wie vor sage ich ein Video, wo man, keine Ahnung, wo wir bei Saigon sein Haus gezeigt haben oder ein Video, guck mal, wir können ja mal ganz kurz... Hier eine Sache, die ich mir wieder wünsche. Freunde, ich will wieder eine Folge, wir bewerten Instagram-Models drehen. Das wollen die Leute aber auch sehen. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, da gab es ein paar Sachen, die waren schon übel geil. Ja, okay, wir können schon mal überlegen, ob wir nochmal eine Episode drehen. Da muss ich erstmal mich wieder rehabilitieren ein bisschen. ich begebe mich so lange auf die Suche nach meinem Humor und wenn ich den gefunden habe, dann können wir es vielleicht sehen. Okay, sehr gut, Tim sucht nach Humor. Der lernt es jetzt, der liest erstmal so ein, zwei Bücher über Thema Humor und dann kommt er zurück als... Ey, er liest echt mal Bücher über Humor und dann kommt zurück als übelste Comedian, Digga. Tim wendet dann so übel diesen Humor an, so weißt du. Aber Moment mal, ich habe das doch gelesen, das müsste doch gerade witzig gewesen sein. Ey, es gab auf jeden Fall viele, viele Sachen, die ich auch cool fand in der Zeit, keine Frage. So ein Uhrentalk mit Marc oder dass ich überhaupt in der Zeit, also ihr müsst euch mal überlegen, überhaupt in der Zeit... da wir uns krass auch angefangen haben, für Uhren zu interessieren. Dadurch haben wir überhaupt erstmal Marc kennengelernt. Dadurch kam überhaupt erstmal Marc ins Game und so, was ich auch übertrieben nice fand. Das ist eine nice Sache und so. Also wie gesagt, ich wollte jetzt hier nicht alles schlecht reden oder so. Das hat auch seine krassen Vorteile, sag ich jetzt einfach mal, gehabt, ne? Gar nicht she says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She said.